Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. In den letzten Tagen kam jetzt erstmal kein Video, also die letzten 3, 4 Tage kam nichts von mir. Auch der Stream kam gestern noch nicht, der wird aber heute kommen. Um 17 Uhr werde ich da etwa mit anfangen. Und da hoffe ich, dass wieder viele erscheinen und wir wieder zusammen ja, einen tollen Stream da haben, wieder viel Action dabei haben. Bin mal sehr gespannt, was heute da läuft. Auf jeden Fall, heute kommt es oder gibt es mal einen Trading-Tipp für die, die nicht zu viele Coins haben, weil ich habe euch ja gesagt, oder ich versprochen, dass wir heute oder dass wir mal einen Trading-Tipp machen für welche, die halt nicht zu viele Coins haben. Ich wurde oft gefragt nach sowas und jetzt will ich halt jetzt in meinem Urlaub, der seit heute quasi, der heute begonnen hat, will ich auch solche Folgen mal vorbereiten und euch sowas halt auch mal präsentieren, weil eben auch viele von euch noch da sind, die noch nicht viele Coins haben und ja, dessen Wünsche vor allem aus den Livestreamen, darauf will ich auch mal ein bisschen eingehen und das, was ihr mir auf Instagram schreibt. Es ist eine ganz einfache Sache. Es geht um die La Liga Santander über die Suárez Scalping Challenge. Deswegen sind da viele Spieler mehr wert als, ja, als sie vorher waren. Das heißt, sie sind auf jeden Fall mal mehr als 400 Coins wert. Und ihr macht hier nicht den Riesengewinn, aber ihr macht einfach einen Gewinn. Und das ist die tolle Sache hier dran. Und zwar habe ich hier so einen Filter rausgesucht, den ich mir jetzt, wo ich jetzt gerade mal ein bisschen geguckt habe, was kann man da machen, weil es gibt tatsächlich, ja, auf jeder Position fast eigentlich ein Spieler, der nichts wert ist. Und das macht die Sache etwas schwieriger. Ich bin jetzt einfach mal aber auf Nationalität Spanien gegangen, weil Spanien ist ja natürlich die Nationalität, die in Spanien in der La Liga Santander natürlich am öftesten vertreten ist. Und das heißt, wir werden dort die meisten Spieler finden. Und das Gute ist, die Spieler sind auch alle, ja, mehr als diese 400 Coins wert, also mindestens 500 Coins wert. Das heißt, ihr macht eigentlich immer eure Coins, wenn ihr hier einen Spieler bekommt. Also Filter, maximal Sofortkaufpreis 400, dann Maximalpreis natürlich nach oben gehen, damit ihr hier den so erst snipen könnt. Und dann könnt ihr einfach holen, was ihr hier bekommt. Außer dieser Roberto, also den könnt ihr auch holen, aber der ist 450 Coins wert, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Das ist der Spieler, den ihr da, wo ihr am wenigsten Gewinn mitmacht, aber ihr macht einfach mit jedem Gewinn. Und ja, okay, jetzt bekommen wir natürlich jetzt keinen, aber. Man kann auf jeden Fall, werdet ihr jeden Spieler davon für mindestens 500 Coins verkaufen. Das heißt, ihr macht da todsicheren Gewinn. Und das ist ja auch das, was wir suchen. Normalerweise findet ihr hier schneller die Spieler. Es ist immer eine kurze Phase, wo es mal ein bisschen länger dauert. Dann geht es mal wieder ein bisschen schneller. Aber ihr werdet es gleich hoffentlich sehen, dass wir gleich jede Menge Spieler finden. Ne? Den haben wir jetzt für 350 Coins bekommen. Das heißt, der war wirklich sehr billig. Und der wird für 500 Coins weggehen. Ist für 700 drin. Wenn ihr den jetzt sicher loswerden wollt, könnt ihr den für 550, aber ihr seht hier, wird 650 geboten. Also wir bieten den jetzt einfach für, ja, für 600 Coins an. Der ist auf jeden Fall weg. Und dann haben wir da ein paar Coins schon mit dem Spieler gemacht. Und ihr findet jetzt normalerweise relativ schnell die Spieler. Nicht so, wie es aktuell hier vielleicht aussieht. Aber ihr findet die wirklich relativ schnell. Jetzt ist da wieder einer da. Den haben wir auch nicht bekommen. Komisch. Eben habe ich fast alles bekommen. Aber das ist ja immer so, wenn man diese Videos macht. Wir werden das aber jetzt noch mal ein bisschen machen, weil ich will euch auf jeden Fall das zeigen, dass es funktioniert gut. Und wie gesagt, das ist für die, die nicht viele Coins haben. Für die, die so viele Coins wie ich jetzt vielleicht haben, ist es vielleicht nicht sinnvoll, weil ja, das lohnt sich für euch nicht. Es ist zu viel Aufwand für die Coins, die ihr da macht. Aber wer wenig Coins hat, der sollte sowas auf jeden Fall machen, um sich ja ein Startkapital zu ertraden, womit man dann ja mehr Erfolg haben kann. Und ja, wie gesagt, es ist halt eine todsichere Sache. Das ist das, was wahrscheinlich die am wichtigsten für die ist, die wenig Coins haben. Und deswegen ist es da schon zu empfehlen. Den hier werdet ihr auch nur für maximal 500 wahrscheinlich los. Aber ihr macht halt eben euren Gewinn. Also das war's zu dem Trading-Tipp. Ich weiß gar nicht, wollte ich euch noch was? Ja, nee, ich wollte euch noch kurz erzählen, wie viele Coins wir mit unserem Sadio Mané gemacht haben. Da habe ich im Livestream ja gesagt, ja, den will ich mir kaufen. Da ist ja das Besondere auch, dass der eine 84er Once-to-Watch-Karte hat. Das heißt, es könnte gut, durchaus sein, dass er eine 85er, ne, er hat eine 84er Man of the Match-Karte. Kann natürlich deswegen sein, dass er eine 85er Once-to-Watch-Karte bekommt, beziehungsweise die Karte ist so entwickelt und die Inform eine 85er-Karte wird und dadurch der Preis nach oben geht von ihm sehr stark. Und es war auch so, jetzt hat er seine 2 Tore geschossen, wie ich es gehofft habe, und der Preis ist direkt explodiert. Ich habe ihn aber für 320.000 Coins schon verkauft, weil es für mich die sichere Variante war. Und ich habe diese 320.000 Coins, ich habe ihn damals für 136.000 Coins gekauft, habe also quasi so etwa 170.000 oder 180.000 Gewinn gemacht,
Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte es etwa ausgerechnet. Auf jeden Fall habe ich die Coins direkt investiert, habe mir den Higuain hier geholt, den 91er Higuain, und der hat auch zwei Tore geschossen. Das heißt, der ist auch vom Preis gestiegen. Ich habe ihn für 444.000, glaube ich, gekauft. Er ist danach, nach den beiden Toren direkt auf 600.000 Coins. Ich wollte ihn dann noch nicht verkaufen. Ich habe gehofft, der schießt noch ein Tor, weil dann wäre er auf jeden Fall hochgegangen. Jetzt ist es fraglich, er hat zwar zwei Tore geschossen, aber es sind viele Stürmer aktuell, die in Frage kommen. Heute kommt ja das Team der Woche raus. Also wenn der ins Team der Woche kommt, werde ich ihn heute nochmal verkaufen und mache dann wieder meine Coins mit dem. So habe ich mit den Once-to-Watch-Karten jede Menge Profit gemacht. Und wahrscheinlich werde ich mir dann den Mertens holen, weil der ist die 88er-Karte. Erstens ist es so eine geile Karte. Zweitens ist er aktuell für 670.000 Coins zu haben. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Und den würde ich mir tatsächlich sehr gerne heute holen und könnte mir dann vielleicht sogar noch als weiteren ZM hier unseren Hamšík holen, der aktuell im Team der Woche ist. Okay, Bonaventura ist noch verletzt. Ja, wir gucken jetzt mal ganz kurz, haben sie schon ein paar Spieler verkauft? Also 7 Stück hatte ich eben ja schon verkauft. Jetzt sind tatsächlich schon 10 Stück weg. Das heißt, ihr seht, dass die Spieler auch relativ schnell weggehen. Der hier für 750 Coins, den habe ich auch für 305 Coins nur gekauft. Und ihr seht, es funktioniert wirklich ziemlich gut. Und hier habe ich auch schon ein paar Spieler, die ich halt eben auch angeboten habe vom, ja, von den Duellen, wo wir glauben, dass die in die Top-Partien kommen. Und die habe ich auch vor allem aus dem Grund schon mal teilweise angeboten, ne? Weil ja jetzt eine Top-Partie in SBC rauskommt zur Champions League. Deswegen ist es nochmal fraglich, wird EA jetzt uns da wieder so versuchen, einen Strich durch die Rechnung zu machen und einfach eine Top-Partie zu den Champions League jetzt machen? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie nächste Woche dann auf einmal von der Euroleague Top-Partien machen. Wer weiß, was EA sich da einfallen lässt, um uns da am Traden quasi zu hindern oder uns zu erschweren. Aber ich würde sagen, ich habe genug erzählt. Das war's von dem Video hier. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also vor allem für die, die weniger Coins haben. Ich hoffe, ich habe da mal ein bisschen was gemacht, was euch helfen kann. Und da werden auf jeden Fall noch ein paar Videos kommen. Ich habe da noch einige Methoden, die mir am Kopf sind, die man am Anfang nutzen kann, wenn man noch nicht so viele Coins hat, die auch 100% safe sind und ihr halt eben kein Risiko habt, keinen Verlust machen könnt. Gut, das war's von heute. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend und ciao.